Hallo, ich bin Ulrich. Nee, heute mal nicht mit Kapuze zum Überziehen. Neues T-Shirt, neuer Pullover, wie auch immer. Mit eingebauter Corona-Maske. Das wird ja auch ein bisschen moderner. So, aber es soll gehen. Einzelaktien. 100 € im Monat investiere ich in einzelne Werte. Wie hat sich so das Depot entwickelt im Jahr 2021? Wie wird es 2022 weitergehen? Was habe ich jetzt, nachdem ich wieder anfangen kann, ein bisschen Kapital aufzubauen? Von Vermögen will ich eigentlich so nicht reden, auch wenn der Titel eventuell so lauten wird. So, und zwar sieht das so aus: Chef überweist Geld. Ja, ich habe eine reguläre Arbeit, die ernährt mich. Es ist nicht viel Geld, was da kommt. Man fragt sich, wofür ich studiert habe. Wir wollen nicht jammern, der nächste Karriereschritt wird die Rente. Das ist auch sicher. Das wird ja auch noch eine Rolle spielen. So, sieht also so aus. Und dann überweise ich, wenn ich Geld gekriegt habe, überweise ich 100 € direkt zur Depotbank und dann kaufe ich davon einzelne Werte. Aktuell habe ich 14 DAX-Werte im Depot. Ich habe 14 DAX-Werte gekauft in dem Jahr und 4 Nebenwerte gekauft. Also habe ich 18 Werte gekauft zu dem, was schon drin war aus dem Jahr 2020. Insgesamt sind es 26 Aktien, die ich dieses Jahr gekauft habe. Da wird jetzt der ein oder andere Klugscheißer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ach Gott, so viel, das kann doch nicht gut gehen. Das ist für einen ambitionierten Privatanleger wirklich viel. Das ist richtig, ja. Vor allen Dingen, das ist ja nur das, was ich 2021 gekauft habe. Was aus 2020 schon da war, taucht hier ja erstmal gar nicht auf. Ja, soweit. Das ist aber für einen Frühstücksaktionär, ich verstehe mich immer noch als Frühstücksaktionär. Also nicht als Kleinanleger, nicht erst recht nicht als gewerblicher Anleger und so weiter, sondern immer noch als Frühstücksaktionär. Das ist meine Mission. Es soll auch Spaß machen und wenn ich einen kleinen Gewinn damit abschöpfen kann, dann freue ich mich. Ja, wenn es ein Verlust wird, gilt aber allgemein bei Aktien. Einen Verlust musst du auch wegstecken können. Ne? Also wenn du das Geld, mache ich gerade wegen einer OP als Privatpatient, das Geld weißt, da kommt demnächst eine Rechnung über 10.000 € und das musst du dann auch bezahlen können. Dann sind Aktien das verkehrte Instrument. Ne? Völlig verkehrt. Dann will ich das Geld wirklich besser auf ein Tagesgeldkonto an und bezahle, wenn es ganz knüppeldicke kommt, Negativzinsen. Ja. Ne? Aktien kannst du nur mit Geld machen, was du zumindest mittelfristig nicht brauchst. So. Zum Beispiel, mein Auto ist jetzt 3 Jahre alt. Ich weiß, vielleicht hält er noch 7 Jahre. Also in 7 Jahren werde ich wahrscheinlich wieder ein neues Auto kaufen müssen. Und ceteris paribus wird das wieder ungefähr 10.000 € kosten. Inflationsnummer meine ich vielleicht ein little bit mehr. Mal sehen. 7 Jahre, bis dahin geht noch viel Wasser die Berge hinunter. So, was hatten wir denn an Einnahmen? 15 € hatten wir dieses Jahr an Dividendeneinnahmen. Ungefähr, das sind immer nur so ganz grobe Richtwerte. So, dann gab es eine Kaufoption für eine halbe Daimler-Aktie. Das war mit dieser Auseinanderdividierung von Daimler und Daimler mit LKW, war das irgendwie so ein komisches Ding. Die hat die Bank ausgebucht und mir 15 € gutgeschrieben, ohne weitere Kosten. Von Novia hatte ich eine Kaufoption, das hing irgendwie mit den Deutsche Wohnen und diesem ganzen Hin und Her und Hickhack hing das zusammen. Die habe ich aber aktiv verkauft. Da habe ich dann auch entsprechend 4 € Gebühren für bezahlt. Kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal, man darf sich jetzt hier nicht doppelt rechnen. Ne? Erstmal habe ich gut 10 € dafür gekriegt. So, Mediamarkt-Aktien, die habe ich verkauft. Ganz konkret, da hatte ich ein eigenes Video zu gemacht, diesen Blödsinn mit Sesomi, habe ich kürzlich erfahren. Es heißt gar nicht Sesomi, es soll heißen Sekonomi. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Habt ihr wirklich noch alle Tassen im Schrank, ihr Vorstände? Muss man ja fragen. Oh.
Wie kann ich denn das erste C als S und das zweite C als K schreiben? Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Aber ich war ja auf der letzten Jahreshauptversammlung von Karstadt Quelle und unisono waren die Aktionäre stinkesauer, dass das Ding Arcandor heißt. Gut, dass das Ding schon so pleite ist, das haben jetzt auch die wenigsten gedacht in dem Moment. Aber diese ganzen Fantasienamen, das ist so ein Blödsinn, ich weiß nicht, was das soll. Sekonomi. Sesomi wäre ja schon schlimm genug, aber Sekonomi ist nun wirklich so dumm. Da muss man wirklich fragen, erlaubt die Polizei das eigentlich noch? So, da geht es aber hier gar nicht drum. Die Aktien habe ich gekauft für, ich glaube, 6 Euro das Stück. Und dann fielen die und fielen und fielen und fielen. Und wichtige Maßgabe von vornherein, wenn ihr die alten Videos zu diesem Depot anguckt, ich will keine Penny Stocks im Depot haben. Punkt. Heißt, Karstadt Quelle Aktien habe ich auch gekauft, teuer genug, den Sprung zu verkaufen, aber verpasst. Also das ist für Frühstücksaktionäre, ist das Verkaufen von Aktien immer so ein ziemlich schwerer Gang. Ne? Den man eigentlich erst macht, ohne wirtschaftliche Not machst du das eigentlich nicht. Wie ich gerade schon gesagt habe, Aktien kaufst du mit Geld, was über ist. Was du auf absehbare Zeit nicht brauchst. Wenn du weißt, du musst dir in den nächsten 2 Jahren ein neues Auto kaufen, dann tust du gut daran, das Geld auf ein Tagesgeldkonto zu packen und nicht in Aktien zu investieren. So. Was wollte ich jetzt erzählen? Ja, richtig. Sekonomi, Mediamarkt, so ein Blödsinn. Kannst du dir wirklich nur noch an den Kopf packen. So. Heißt, ich habe die für 6 Euro das Stück gekauft, mal 3 sind 18 Euro, die ich bezahlt habe, plus 5 Euro Bankspesen. Seinerzeit habe ich noch viel über Cetra gehandelt, weil ich, oder über Cetra gekauft, weil ich Cetra halt irgendwie kenne. Ich bin seit Telekom Erstemission, wann war das? November 96, glaube ich, bin ich an der Börse. Und seinerzeit war Cetra was ganz Modernes, was ganz Neues. Erstes elektronische Handelssystem. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, Tradegate Berlin ist mittlerweile so hoch spezialisiert auf Privatanleger. Gerade für mich haben die genau die richtigen Angebote. Also ich habe nichts davon, wo ihr jetzt kauft, wenn ihr bei, Trade Republic seid und dann nur in Hamburg handeln könnt. Ja, das kann Trade Republic, weiß ich nicht, muss ich da noch was zu sagen, habe ich eigentlich schon. Ne? Und dann fielen die und jetzt gibt es in dieser Chartanalyse, da gibt es einmal ja diese Fieberkurve, dann gibt es eine 30-Tage-Kurve und eine 200-Tage-Kurve. Haben wir im Grundstudium, hat da auch mal einer einen PowerPoint drüber gehalten. Ich weiß gar nicht, worüber ich reformiert habe, in der rezitiert habe, in der einen PowerPoint gehalten habe in der Serie, weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, was sich auch noch eingebrannt hat bei mir, ein Kollege hat in dieser SWS-Aktion über Warta reformiert und sagte, das ist hier eine Firma völlig ohne jede Story. Ja, Warta ist ein Unternehmen, die machen ihr Tagesgeschäft. Ja, das machen sie auch ganz gut. Aber eine wirkliche Story, die der Börsianer hören will, die haben die nicht. Ne? Einer oder zwei Jungs machten dann über Penny Stocks. Da Penny Stocks, ja, wir sind noch beim Mediamarkt, hat noch was miteinander zu tun. Penny Stocks, guckt euch mal den Film Wolf of Wall Street an. Wobei, ich gebe euch das Beispiel zum Lutschen. Auch eine Filmrezension von mir. Hat damit mit Aktien nichts zu tun. Da geht es um Outdoor, um meine eigentliche Mission, Outdoor-Sport zu treiben. Daher auch der Pulli. Und da habe ich ja den Wikipedia-Artikel drunter gelegt. Jetzt guckt euch mal meine Rezession an und dann guckt euch mal den Wikipedia-Artikel an und dann fragt euch mal, ob wir beide wohl den gleichen Film gesehen haben. So, und wenn ich die ganzen Rezessionen für Wolf of Wall Street sehe, frage ich mich das auch. Ne? Die Rezessenten, was haben die eigentlich für einen Film gesehen? Aber bei Wolf of Wall Street geht es im Kern um Penny Stocks. Penny Stocks ist ein weitgehend nicht regulierter Markt, aber in dem man auch die Freiheiten genießen kann, die dieser Markt bietet, eben weil er nicht reguliert ist. Ich sehe das nicht negativ. Ich sehe das überhaupt nicht negativ.
So, die persönliche Geschichte von diesem Börsenmakler, der dann die dann da drumherum erzählt wird, wie das ausufert und so weiter, das ist, ne, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Aber das hast du hier mit normalen Aktien auch, das hast du bei Händlern, die nur mit dem DAX hantieren, die werden so auch sowas erleben. Ja? So, wie gesagt, wenn ich eine Rezession sowohl für Wall Street machen würde, und ihr euch dann anschließend den Wikipedia-Artikel da durchliest, dann werdet ihr euch auch fragen, haben wir beide den gleichen Film gesehen? Weil ich gucke da mit ganz anderen Augen drauf auf diese Penny Stocks. Aber ich will keine Penny Stocks im Depot haben. So, und Mediamarkt ging dann immer runter auf 3 Euro, ging dann wieder hoch, wieder auf 3 Euro, ging wieder hoch und so weiter, bis sie mal irgendwann wirklich auf 2,90 runter waren. Und da habe ich dann Notbremse gezogen und sie für 3,10 wieder verkauft. Wie sieht das Ganze für mich jetzt aus? Zuerst mal habe ich 3x6, also 18 Euro für die Aktien bezahlt. 5 Euro Kaufoption, also 18 Euro für die Aktien plus 5 Euro kaufen plus 4 Euro fürs Verkaufen. 27 Euro habe ich also bezahlt. Und dann habe ich noch 9 Euro wiedergekriegt. Also ist mein Verlust 18 Euro. Dafür habe ich dann. Hätte ich, wenn jetzt nicht Corona wäre, ein bisschen Spaß auf der Jahreshauptversammlung gehabt in Düsseldorf, habe gesehen, ja, das Unternehmen ist wirklich schon so bankrott, wie es auch von außen hin, genauso wie es von außen den Anschein hat, ist es auch von innen schon bankrott, hatte ich ja in dem Video gesagt, entsprechend, dass ich da auch schon gearbeitet habe und habe ich kürzlich so gelacht. Ein Schlagerstar, einen deutschen Schlager, auf Radio Schlagerparadies, sagt ihr der das? ja, ich war Außendienstmitarbeiter eines Handyshops und habe die Mediamärkte betreut. Dann denke ich auch so, Junge, glaubst du eigentlich, was du da erzählst selbst? Glaubst du das eigentlich selbst? Der war Promotor. Mehr nicht. So, ja. So, ja, das ist die Mediamarkt-Story. Habe ich also gut 18 Euro für drauf bezahlt, weil ich da habe ich also einen Verlust von 18 Euro realisiert. Das meine ich damit. Aber dennoch, diese 9 Euro muss ich ja erstmal hier im Haben buchen. Ne? So, dann gab es noch ein interessantes Ding. Da muss ich mal einen Stift holen. Nehmen wir einen roten oder wollen wir lieber einen grünen nehmen? Borussia Dortmund. Da habe ich ja auch 3 Aktien. Da kriege ich auch eine Kaufoption. Aber als ich das gesehen habe, was die wert ist, da, wenn die Kamera mitgelaufen wäre, das wäre ein sehenswertes YouTube-Video geworden. Da müssen meine Augen größer gewesen sein als die Brille. 0,00098 Euro war der Wert dieser Kaufoption von Borussia Dortmund. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Auf welcher Welt leben wir? Wo leben wir hier eigentlich? So, Problem Penny Stocks, da sind wir wieder beim Thema. Ja, für einen Frühstücksaktionär macht es wirklich Sinn, sich mit dem Thema Penny Stocks zu beschäftigen. World of Wall Street sollte man geguckt haben als Frühstücksaktionär. Penny Stocks sind ein Thema, weil sie nämlich gefährlich werden können. So, es gibt zwar bei meiner Bank, habe ich jetzt kürzlich gesehen, ein Formular. Wenn du einen Freistellungsauftrag bei denen einreichen willst, dann machst du das gleiche, wie wenn du einen Penny Stock ausbuchen lassen willst. Du gehst hin, lädst ein PDF, das füllst du aus, dann druckst du es aus. Dann steckst du es in einen Briefumschlag, klebst eine Briefmarke drauf und schickst es zur Bank. Du kannst es auch per Fax schicken. Oh, Wunder der Technik! Wer hat heute noch ein Fax? Ich nicht mehr. Jahrelang schon nicht mehr. Also meine Hausbank, lege ich euch den Link unten zu rein, die ist da moderner. Die beiden Fondssparpläne, die ich da habe bei der Bank, die kann ich den Freistellungsauftrag online anpassen. Wenn ich die Sparrate ändern will, hatte ich in einem der letzten Videos, ich weiß jetzt nicht, wie die kommen, aber in einem Video, was ich schon gesprochen habe, da gab es diesen einen Sparplan, den ich anfassen muss. Kann ich online machen? Muss ich das alles per Papier machen? Und vertut euch nicht, habe ich in dem Video mal gesagt. Ein Kuvert ist mittlerweile richtig teuer. Habe ich mich gerade die Tage noch drüber aufgeregt, über staatlich gleichgeschaltete Linearmedien, was die für einen Unfug machen. Jetzt erhöht die Bundespost doch die Portokosten.
Wer will das wissen? Bei ARD und ZDF läuft das in einer Endlosschleife. Aber wer braucht denn heute noch eine Briefmarke? Ja, mal ernsthaft. Merken die eigentlich noch, wo sie leben, in welcher Welt? Wisst ihr, also ich habe mich richtig auf den Arsch gesetzt, als ich gesehen habe, was ein Kuvert, was ein Briefumschlag heutzutage kostet. Die sind richtig teuer geworden. Ja, aber aus der logischen Konsequenz, dass sie keiner mehr braucht. So, das war das Bezugsrecht vom BVB. Und da muss ich sagen, ja, ist dann ausgebucht worden und damit war es dann wieder weg, war ja völlig wertlos. Wie willst du das überhaupt? Also man hört ja hier eigentlich schon auf, irgendwie mal zu zählen. Ne? Ganz sparsame, wer mal über sich mit dem Thema Procurement beschäftigt hat, E-Procurement habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben, der weiß, ja, da kannst du mal bis zur dritten Stelle rechnen. Das kommt im Procurement schon mal vor. Schon mal. Aber kennt ihr noch den? 1,95583. Wisst ihr noch, was das war? Wie viele Stellen? Der hat eine Stelle weniger als Borussia Dortmund. Guck mal da. Hier hinten, da ist noch eine Zahl mehr dran, noch eine Kommastelle. Ja, das ist der Eurokurs D-Mark, der Umrechnungskurs D-Mark Euro. Ja, da fasst du dich auch nur noch an den Kopf, ne? Wo leben wir eigentlich? Aber das war Borussia Dortmund. So, Borussia Dortmund, wenn die wirklich weiterhin gegen Null rauschen, also gegen die 3-Euro-Grenze in der Chartanalyse rauschen, ich denke, da werde ich eher nachkaufen. Weil das ist für mich insofern eine spannende Aktie, nicht weil man da hinfährt zum Frühstücken, wenn Corona dann mal irgendwann vorbei sein sollte, sondern weil man diese Aktie sich ganz, ganz komisch verhält. Also wenn Borussia Dortmund aufsteigt, keine Ahnung, zu Weltmeisterschaft, zu Nationalmannschaft aufsteigt, dann werden diese Aktien steigen. Wenn sie in die zweite Liga absteigen, dann werden die Aktien fallen. Dass ein Verein in der zweiten Liga spielt, hat das irgendwas mit dem Spielergebnis irgendwo zu tun. Mit dem Aktienergebnis, mit dem, was die erwirtschaften. Also manch ein Zweitligaverein ist wesentlich wirtschaftlicher als manch ein Erstligaverein. Das weiß sogar ich. Wobei ich kann beim Fußball, ja, da rennen in der Regel hübsche junge Männer rum, in meistens in ziemlich kurzen Hosen. Aber ich komme irgendwie bei 10 Spielern pro Mannschaft, komme ich irgendwie auf 30 Männer, die da rumrennen. Wie das so wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Alleine ein Schiedsrichter, der hat 2 Assistenten, 2 Torwartassistenten und 2 Linienrichter. Da laufen also, muss man alles nicht verstehen. Da ist mein Fußballverständnis dann zu Ende, so allmählich. Was wollte ich dazu jetzt sagen? Das ist Fußball und diese Aktie verhält sich halt ganz komisch. Der Verein kann super Gewinne, also die entsprechende KGAA, kann super Gewinne einfahren. Die Spieler bauen Scheiße und der Verein rutscht ein paar Stellen darunter in der Ligatabelle und dann verliert die Aktie an Wert. Der Spieler spielt gut, aber der Verein wirtschaftet sich zugrunde. Dann steigt die Aktie. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Ne? Genau das macht die Aktie aber spannend. Genau, dass sie sich so genauso komisch verhält und überhaupt nicht kalkulierbar ist. Genau das macht die Aktie spannend. Aber viel mehr als 10 Euro, 22 Euro will ich da nicht drin haben in dem Wert. Ist einfach nur so ein reiner Frühstückswert. Albis Leasing war früher mal so ein Ding in Hamburg. Auch irgendwie so ein 3-Pfennig-Stock, aber gab leckeres Essen. Darum hat man die gekauft. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier 50 Euro Einnahmen. 130 Euro habe ich bezahlt an die Bank an Kauf- und Verkaufsspesen, also im Wesentlichen Kaufspesen. Macht 80 Euro, die ich an Bankspesen, stimmt nicht, eigentlich habe ich 130 Euro bezahlt, aber irgendwie habe ich ja doch, so, also quasi einen Monat habe ich der Bank gegeben. Eine Monatsüberweisung. So, wo die ganze Reise hingeht. Aktuell habe ich gemerkt, ich bin keine 30 mehr, ich bin erst recht keine 20. Sensationell, ne?
Jetzt passiert Folgendes. Ich komme sowieso ja nicht mehr so wirklich zum Frühstücken. Also, dass ich da hinfahren kann und mir in Ruhe so eine Jahreshauptversammlung über mich ergehen lassen kann, mit allen Höhen und Tiefen, die da so zugehören, das schaffe ich nicht mehr. Zeitlich alleine nicht mehr. Wenn ich Rentner bin, vielleicht wieder. Mal gucken, wie es dann finanziell aussieht. Schauen wir mal. Moment, schauen wir mal, wären wir ja wieder beim Fußball. Ne? War das nicht ein Fußballer, der das gesagt hat? Lebt er eigentlich noch? Egal. So. Ich denke, dass es auch im kommenden Jahr erstmal weiter in DAX-Werte gehen wird. Definitiv. So, dass ich allerdings zweimal im Jahr so 200 Euro dann eben doch noch für Nebenwerte bereitstelle. Dass ich also 1000 Euro für den DAX nehme und 200 Euro für Nebenwerte, das können, bei mir sind das in der Regel Einzelhandels- und Konsumwerte. Also Hornbach ist da ein Thema, BayWa ist da ein Thema, Edding ist da ein Thema, Schloss Wachenheim, Havesco, der ganze Versandhandel, also Zalando fällt mir da jetzt so aus dem Stegreif noch ein. Shop-Apotheke, hier, wie heißen denn die Sekt? Hier im Emsland, Berntsen heißen sie. So, wie weit man das dann spannt, weiß ich nicht. Mit 200 Euro sind wir da im Jahr ganz gut dran, denke ich. Das dürfte hier bei den vier Werten auch so hingekommen sein. Woran wir das festmachen, wie gesagt, nach Interessenslage, nach Lage der Hauptversammlung. Vor der Hauptversammlung soll man keine Aktien kaufen. Weil dann sind sie eigentlich viel zu teuer. So, und damit sind wir dabei. Wie hat sich denn dieses Depot insgesamt entwickelt? Aktuell sind wir auf Null. So, wie rechnen die? Das schreibe ich jetzt nicht an, müsst ihr jetzt nachvollziehen. Beispiel: Fielmann. Die habe ich gekauft und dann ging es runter, 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 runter. So, ist eine große Gruppe, die Verlustbringer, die richtigen Verlustbringer. Dann kommt jetzt, gerade eben habe ich gekauft, BASF, Badische Anilin- und Sodafabrik, kostet eine Aktie 61 Eumel. Ich habe zwei gekauft, sind also 122 Eumel. Was die Bank auch immer gleich einbucht, sind 4 Eumel Kaufspesen. Die rechnen sie gleich mit ins Minus. Das heißt, die zweite große Gruppe, die so bis 4, 5 Euro im Minus stehen, das sind halt die, die einfach sich schon irgendwie seitlich entwickelt haben, so sagt man das in der Chartanalyse, aber die ja die Kaufspesen noch nicht wieder eingespielt haben. Das ist gerade kurz nach dem Kauf bei der Badischen Anilin- und Sodafabrik, gerade eben zwei Aktien gekauft, wird das genauso sein. So, dann kommt die dritte Gruppe. Das sind die, die so bis 4, 5 Euro im Plus sind. Die sind ja, haben ja nicht 4 Euro zugelegt, dann die haben schon 8 Euro zugelegt. Das würde für die BASF-Aktien in meinem konkreten Fall bedeuten, sie müssten erstmal von 61 auf 63 Euro zulegen, um auf 0 zu kommen. Dann müssten sie auf 65 Euro nochmal zulegen, damit ich zumindest auch die Verkaufsspesen wieder drin hätte. Dann würde es bedeuten, ich käme plus minus 0 aus der Nummer raus. Anders als hier bei Mediamarkt, wo ich ja zugezahlt habe, wo ich ja 18 Euro Verlust realisiert habe. Wie wir das steuerlich in der KSO geltend machen, muss ich nochmal gucken. Und dann gibt es die vierte große Gruppe. Das ist dann zum Beispiel Siemens. Die habe ich gekauft und dann ging es hoch, 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 hoch. Die könnte ich jetzt auch mit einem guten Gewinn, da könnte ich, wenn ich sie verkaufe, auch wieder einen Gewinn realisieren. Bei 18 Werten muss ich natürlich auch, wenn ich die alle realisieren will, wenn ich das Depot also auf, ja, es waren ja auch schon Aktien aus dem letzten Jahr da drin. Das sind ja nur die Zukäufe in diesem Jahr. Dann müsste ich natürlich erstmal hier 480 Euro aufwenden, alleine um die alle zu verkaufen. Und dann würde das in einem Desaster enden. Und das ist auch das, was mir, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in der WG, auch mal einer sagte, der dann ausziehen wollte, der auch in Aktien investiert war. Weißt du eigentlich, was ich an Verlusten realisiert habe? Und da sind wir wieder am Anfang. Ja, also wenn ihr Geld in Aktien anlegt, wo ihr wisst, ich brauche in 2 Jahren ein neues Auto und muss dann 10.000 Euro haben.
ich habe als eine OP als Privatpatient, die 6.000 Euro kostet oder so, und dann brauche ich das Geld in einem Jahr, dann lasst die Finger von Aktien und von sonstigen Anlageinstrumenten. Dann nehmt bitte vernünftigerweise das Tagesgeldkonto, egal was die Typen euch da von Inflation und sonst was erzählen. Ich kann es nur so sagen, und da ist schon manch einer böse mit auf die Schnauze gefallen. Ich muss mal eben hier die Kamera neu starten. So, da war ich schon wieder 26 Minuten. So, in welche Aktien bin ich investiert? In DAX-Aktien und in deutsche Nebenwerte. Nur in deutsche Aktien. Ich bin zwar auch immer noch mal am Überlegen, ob ich noch mal ein drittes Unterdepot aufmache, wo ich auch mal spekulativ rangehe, wo ich auch mal ins Ausland gehen könnte. Wo? Und ich sehe ja die Klugscheißer hier auf YouTube immer. Ich sehe sie ja. Ich kriege das auch mit. Ja, kauft Amazon, kauft Google, kauft Tesla, kauft Facebook. Leute, ich sage nur so viel. Was wisst ihr über Bilanzierungsvorschriften in Sachen US-GAAP? Seid mal ehrlich. So, ihr wisst, werdet wahrscheinlich sowieso, das macht vielleicht keinen Unterschied, weil ihr auch IAS und HGB-Bilanzierungsvorschriften nicht kennen werdet. Die meisten, denke ich nicht. Man soll, wie sagt Michael Bulli-Herwig, die Leute sind nicht so dumm, wie die Leute immer glauben. Das ist auch richtig, ja. Aber wer von euch kennt denn Bilanzierungsvorschriften? So, und wenn ihr dann in einem amerikanischen Unternehmen seid, was wisst ihr über das Unternehmen? Was kriegt ihr denn hier noch mit? So, habt ihr Vorlesungen in Konzernrechnungslegung besucht? Wart ihr schon mal bei VW auf der Jahreshauptversammlung und habt euch mal die Konzernabschlüsse der einzelnen GmbHs gegeben lassen? Habt ihr das schon mal gemacht? Wisst ihr überhaupt, dass ihr die auf der Jahreshauptversammlung auch kriegt? Wollt ihr denn bei Amazon mal eben schnell nach USA jetten, um die Jahreshauptversammlung von Facebook in USA zu besuchen? Wollt ihr das? Ihr erfahrt doch nichts über diese Unternehmen. Ja, das ist grundsätzlich richtig, die bezahlen gute Dividenden und die Renditeentwicklung einer Tesla-Aktie, die war auch ganz in Ordnung. Ja. Und wenn man Tesla-Fahrer ist oder vielleicht sogar in dem Unternehmen arbeitet, mein Neffe hat das mal überlegt, der hier, wie kann ich eine Ford-Aktie kaufen? Na, was willst du denn mit einer Ford-Aktie? Ja, ne? Natürlich kann man sich da mal eine Aktie, eine Frühstücksaktie ins Depot legen, wenn man einen Tesla fährt. Ja, wenn man Mitarbeiter von Fiat ist, ja, dann legst du dir eine Fiat-Aktie mal ins Depot. Ja, das kannst du machen. Musst aber auch immer wieder darauf aufpassen, dass das keine Penny-Stocks werden. Passt da drauf auf, ich kann es nur immer wieder sagen. Aber als wirkliches Anlageinstrument, nein, man erfährt viel zu wenig über diese ausländischen Unternehmen. Gibt ein so ein Ding, wo ich mich gerne dran reibe, das ist der Begriff Sondervermögen. BlackRock. Ein ETF auf den MSCI World. Ich sage es, ich habe es in fast jedem Video immer wieder angesprochen und ich sage es gerne wieder. Und tut euch keinen Zwang an. Wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr ruhig dissen, so viel wie ihr wollt. Ne? Für den Algorithmus verbiege ich mich nicht. Ich habe nichts zu verkaufen. So. Dieses Geld kommt nicht, investiert BlackRock nicht in Aktien, sondern in irgendwelche Unternehmen, die den brasilianischen Urwald abholzen, die Atomkraftwerke finanzieren, die Kohlekraftwerke, Kohleminen, Goldminen und alles, was die Welt kaputt macht. Und damit erwirtschaften sie ihre Gewinne. Wenn BlackRock pleite geht, nur mal so angenommen, dann werdet ihr merken, dass ein ETF auf den MSCI World eine Inhaberschuldverschreibung ist. Und das ist dann wie mit Lehman-Zertifikaten, mit einmal ist euer ETF nichts mehr wert. Und dann ist das Geschrei groß. So, und jetzt kommt immer dieser Begriff Sondervermögen. Ja, wenn eure Sparkasse pleite geht oder eure Volksbank, dann ist das für den Insolvenzverwalter der Sparkasse Sondervermögen. Das ist richtig. Aber wenn BlackRock pleite geht, dann haben wir es mit einem amerikanischen Insolvenzrecht zu tun. Gibt es den Begriff Sondervermögen im amerikanischen Insolvenzrecht überhaupt? So, und kriegt ihr das mit? Nach welchen Kriterien bilanziert BlackRock denn überhaupt? Wahrscheinlich doch nach US GAAP.
und nicht nach HGB. Gut, es schützt nicht vor Betrug. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, und Wirecard? Gut, wenn einer es wirklich drauf anlegt, ne, wie Frau Dr. Beck oder wie hieß der andere noch, Ulrich Hardexen, die fällt mir noch ein, gibt noch ein paar mehr, dann seid ihr natürlich auch machtlos. Aber es lohnt sich immer mal genauer hinzugucken, was machen die eigentlich. Und bei Ami-Unternehmen, ausländischen Unternehmen, habt ihr es da immer ziemlich schwer. Das geht los bei Bilanzierungsvorschriften, die mit unseren, die mit den AGB-Vorschriften nicht das geringste gemein haben. Und bei US-GAAP wird vollkommen anders finanziert. Du kannst bei US-GAAP Luftnummern bilanzieren. Die haben überhaupt keinen Wert und du bilanzierst sie trotzdem. Und mit einmal platzt diese Luftnummer und dann ist das Unternehmen mit einmal weg. Aber es war alles legal. Und solche Fälle hat es gegeben. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht so weiter, dass ich, wie gesagt, ungefähr 1000 Euro nächstes Jahr wieder in DAX-Aktien investieren werde. Aktuell wahrscheinlich in weitere einzelne Werte. 14 werden wir, weil die Aktien ja teurer werden. Anfangs, das ist dieser Unterschied, ist so zu erklären. Anfangs habe ich da Deutsche Bank, die kosten irgendwie 10 Euro. E.ON, RWE, alle diese 8, 9, 10, 11 Euro Aktien, da kaufst du dann schon mal zwei von. Ne? Dass ich eine BASF zweimal kaufen konnte, das war auch bloß, weil gerade eben diese 15 Euro da eingetrudelt waren. Diese drei Sachen, das ist hier alles die letzten Wochen passiert. Darum konnte ich mir jetzt durch Zufall von dem, was dann da zu den 100 Euro und das, was auch noch auf dem Verrechnungskonto drauf war, zwei BASF-Aktien kaufen. Das wird jetzt immer weniger. Ich denke, dass wir nächstes Jahr auch schon bei den 200 Euro Werten sind und bis wir dann bei Sartorius mit über 500 Euro Ceteris Paribus ankommen, das wird noch ein bisschen dauern. Und Sartorius können wir dann auch ohne die 4 Euro Bankspesen kaufen. Weil da sind wir ja über 400 Euro. So, soll es das hier gewesen sein. Nur mal gucken, wie sich das Depot entwickelt hat. Aktuell gleicht sich das alles aus, alles in einen Topf geschmissen, drumherum gerührt. Dann kommt da ungefähr null raus. Stimmt also nicht, wenn ich verkaufen würde. Wenn ich alles auflösen würde, würde ich drauf zahlen, unheimlich. Es gibt einige Werte, die ich plus minus null verkaufen kann. Es gibt ein paar Werte, wo ich kleine Gewinne realisieren könnte. Unterm Strich hält sich das alles die Waage. Und wenn man dann jetzt hingeht und sagt, ja gut, ich verkaufe, ich würde jetzt in einer Notsituation, wenn die jetzt kommen würde, erstmal Gewinne realisieren, dann plus minus null realisieren und dann erst anfangen, Verluste zu realisieren. So würde ich es jetzt Stand heute, Ceteris Paribus, machen. So, wo müssen wir noch als nächstes kommen? Jetzt muss ich jetzt das Video mit der Impfung aufnehmen, wenn der Akku noch so lange hält. Bis dahin, ade. Ach ja, zum Drüberziehen habe ich ja heute nichts. Bis dahin, tschüss.